Thilo Sarrazin muss draußen bleiben. Der umstrittene SPD-Politiker und Autor des Bestsellers Deutschland schafft sich ab, sieht sich bei einem Rundgang durch Berlin-Kreuzberg einer wütenden Menge gegenüber. Ein verabredeter Gesprächstermin mit der alevitischen Gemeinde wird kurzfristig abgesagt. Sarrazin provoziert und diskutiert mit wütenden Bürgern, Wortgefechte an jeder Ecke. Ich darf hier stehen. Du bist hier in einem anderen Land und dann benimm dich mal auf. Aber ich lebe hier. Ich lebe hier. Ich lebe hier. Du lebst nicht hier. Du beleidigst Menschen. Ich bin Menschen auf diesem Welt, okay? Das ist egal, du benimmst was dich ist. Der Worten schlecht. Dich und was kann man überhaupt nicht mehr beleidigen. Was tue ich? Ich überhaupt bin deutsche nicht. Staatsbürgerin. Was tue ich? Ist doch gut. Es gibt auch deutsche Staatsbürger, welche sich schlecht benehmen. Das zeigen Sie ja gerade. Genau, yeah. So wie Sie. Eklat um Thilo Sarrazin. Er hat es gewagt, hierher nach Kreuzberg in die Höhle des Löwen zu kommen und hat damit viele Migranten provoziert. Hätte er das nicht tun dürfen? Ist Thilo Sarrazin hier in Kreuzberg eine Persona non grata? Darüber spreche ich heute im Forum am Freitag mit Celal Altun, dem Vorsitzenden der türkischen Gesellschaft in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Altun. Schönen guten Tag. Herr Altun, wie finden Sie die Reaktion der Kreuzberger Migranten auf die Präsenz Thilo Sarrazins? Also es ist recht provokativ in dem Sinne. Ganz einfach, weil Thilo Sarrazin in einer emotional geladenen Zeit mit dem Namen Sarrazin hier in Kreuzberg, wo er die Bürger, wo er die Bewohner dieses Bezirkes denunziert, diffamiert, heruntergemacht hat, beleidigt hat in gewissem Sinne, was er nicht verstehen will, dass er dann hier ohne eine Bereitschaft, eine eigene Bereitschaft zum Gespräch, denn das Gespräch zu finden ist nicht die erste Sache, sondern dass man auch selbst bereit ist, von sich aus den Leuten zuzugehen und auch an seiner Meinung zu arbeiten. Ohne diese Bereitschaft hier nach Kreuzberg zu kommen, ist richtig provokativ. Aber er hat ja den Dialog gesucht, er ist ja auf die Leute zugegangen. Er ist auf die Leute zugegangen, aber ohne an seinen Meinungen oder an seinen Thesen irgendetwas verarbeitet zu haben. Er ist ja mit den gleichen Standpunkten, der seit einem Jahr Deutschland und vor allem unter den Migranten sehr viel für Furore gesorgt hat. Daran hat sich ja nichts bei ihm geändert. Und ich glaube, das ist keine Dialogbereitschaft, das ist mehr eine Verhör in dem Sinne. Und damit kann man nicht erwarten, dass die Leute in einer normalen Stimmung mit ihm und sich unterhalten. Und das ist auch ganz normal gewesen in der emotionalen Situation, dass die Leute sich aufgeregt haben. Und manche dieser Leute, und das ist auch nicht die allgemeine Bevölkerung, vielleicht hätten auch viele Leute noch mit ihm gesprochen, aber am Ende hätte das nicht genützt. Ich meine, was Sarrazin von sich gegeben hat an diesem Tag, daran hat man gesehen, er ist ja nicht hierher nach Kreuzberg gekommen, um den Dialog zu suchen, sondern um die Leute zu belehren. Das hat man ja in seinen einzelnen Beiträgen, die man verfolgen konnte, sehen konnte. Bis jetzt ist es rübergekommen. Aber fühlen sich trotzdem jetzt nicht diejenigen wiederum im Recht, die schon immer gesagt haben, Muslime sind nicht dialogbereit und intolerant? Ja, das ist natürlich, die Berichterstattung ist in diesem Fall sehr wichtig, also wie man diese Sache rüberbringt. Und ich glaube, die Berichterstattung in diesem Punkt ist zu sehr in einem hohen Maße überspitzt gewesen. Wenn einige wenige diesen Dialog oder diesen Gesprächspunkt stören, heißt es nicht, dass es die Allgemeinheit ist. Und das ist das Problem, den wir hier in Deutschland haben, dass hier vieles zu verallgemeinert wird, vieles in die Breite gezogen wird und damit alle in denselben Topf geschmissen werden. Und das ist nicht das Richtige. Wir würden gerne den Dialog mit Herrn Sarrazin suchen, wir würden den Dialog mit Herrn Sarrazin finden wollen, aber dazu muss er auch teilweise auf der anderen Seite auch zeigen, dass er wirklich an seinen Thesen arbeitet und dass seine Thesen in der Art und Weise, dass nicht das Richtige widerspiegeln. Es heißt nicht, dass seine Statistiken nicht unbedingt die soziale Wahrheit rübergehen, die sozialen Begebenheiten rübergehen. Aus dem Grunde, Herr Sarrazin sollte sich nochmal Gedanken machen und dann fragen wir uns nochmal nach, ob wir mit Herrn Sarrazin an einem Tisch sitzen und über seine Thesen uns unterhalten. Und anderweitig ist es blödsinnig, dass Sarrazin den Gespräch in der Community sucht. Vielen Dank zunächst, Herr Altun. Wir werden später weitersprechen.
jetzt schauen wir nochmal auf die grundlegenden Thesen des Skandalbuches von Thilo Sarrazin zurück. Seit seinem umstrittenen Buch Deutschland schafft sich ab, ist Thilo Sarrazin für viele Muslime ein rotes Tuch. Fragwürdige Thesen zur Integration und dem intellektuellen Potenzial von Migranten. Bestimmte Zuwanderergruppen seien, so Sarrazin, nicht zu integrieren. Für diese Probleme ist nach meiner Überzeugung nicht die ethnische Herkunft, sondern die Herkunft aus der islamischen Kultur verantwortlich. Konsequenz: Sarrazin hat seinen Posten als Bundesbankvorstand verloren. Rassistische Hetze oder ein Stück deutsche Wirklichkeit? Thilo Sarrazin bleibt umstritten. Das bekam er auch jetzt wieder zu spüren. Ein Restaurantbesuch endet abrupt. Hat man hier den Dialog abgelehnt und Sarrazin rausgeworfen oder war es im Interesse seiner eigenen Sicherheit besser zu gehen? Bei uns ist jetzt Hikmet Kundakçe, der Geschäftsführer des Restaurants Hassia hier in Berlin-Kreuzberg. Schönen guten Tag, Herr Kundakçe. Guten Tag. Herr Kundakçe, wieso haben Sie Thilo Sarrazin aus dem Restaurant geworfen? Wir haben ihn nicht aus dem Restaurant geworfen. Er ist hier bei uns angekommen, wir haben ihn gastfreundlichkeit angenommen und wir haben mit ihm über 15 Minuten geredet über unsere Stamm, wie wir hier in Berlin uns aufgebaut haben, wie wir uns integriert haben. Es war ein angenehmes Gespräch zwischen Herrn Sarrazin und mir gewesen und wir haben ihn nicht aus dem Restaurant rausgeworfen, wie es im Bericht in den Zeitungen steht. Hat Herr Sarrazin Sie provoziert? Nein, das war ein angenehmes Gespräch gewesen mit Herrn Sarrazin. Und wir haben uns gegeneinander Fragen gestellt, wir haben Fragen beantwortet, er hat uns ein Restaurant angeguckt. Es war ein angenehmes Gespräch gewesen. Wieso hat er das Restaurant dann verlassen? Hatten Sie Angst möglicherweise vor den Reaktionen auf der Straße? Ja. Also nach Minute haben sich Leute auf der Straße gesammelt und den Herrn Sarrazin protestiert. Und immer nach Minute sind es immer mehr geworden. Dann hatten wir auch Angst gehabt, weil wir konnten den Schutz von Herrn Sarrazin nicht leisten können, weil es waren vor allem eine Menge Leute da gewesen. Und diese Verantwortung konnten wir nicht übernehmen und deswegen auch durch Schutz von Herrn Sarrazin auch haben wir das Gespräch beendet und Herr Sarrazin haben wir Hand geschüttelt und er hat dann unseren Restaurant verlassen und gegangen. Aber er wurde nicht rausgeschmissen. Wie finden Sie die Berichterstattung über das, was hier passiert ist? Das ist natürlich ärgerlich für uns, dass es überhaupt nicht stimmt, wie die da alles geschrieben haben. Ich bekomme seit ein paar Tagen immer sämtliche Anrufe, wurde ich per Mails geschrieben, warum wir den Herrn Sarrazin rausgeworfen haben, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Es sind auch Aufnahmen da im Internet, dass es halt nicht so ist. Und diejenigen, die mit ihm protestiert haben, das waren auch nicht unsere Kunde, die waren auf der Straße, wie die dann halt mitbekommen haben, dass Herr Sarrazin hier in Kreuzberg ist und hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Vielen Dank. Anlass des Rundganges war ein Beitrag für die ZDF-Sendung Aspekte über Thilo Sarrazin ein Jahr nach seinen umstrittenen Thesen. Autorin des Filmes ist die Fernsehjournalistin Güna Balci, die dafür mit Thilo Sarrazin durch Kreuzberg gegangen ist. Wir hatten ganz klar den Wunsch, dass er die Möglichkeit bekommt und auch Menschen vor Ort in Kreuzberg die Möglichkeit bekommen, mit ihm zu diskutieren und sich auszutauschen und sich auch durchaus kritisch eben anzuschreien von mir aus, aber auch eben auseinanderzusetzen über sein Buch Deutschland schafft sich ab und über die ganze Presseresonanz und über eben genau die Tatsache, dass ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund ja unglaublich betroffen auch waren und sind von den Thesen, die er da verbreitet hat. Und da wollten wir unbedingt die Möglichkeit schaffen, dass er mit Menschen ins Gespräch kommt, die auch vorher vorbereitet waren, die auch wussten, auf was sie sich da einlassen und die dazu auch Lust und Interesse hatten und auch kritische Fragen stellen wollten. Das war die Grundidee. So mal jenseits von alledem, was es sonst von Thilo Sarrazin zu hören und zu lesen gibt, ein Kontakt zu den Menschen, um die es eigentlich geht, wenn man über gescheiterte Integration spricht. War der Eklat im Berliner Stadtteil Kreuzberg nicht vorauszusehen? Das ist für mich schon eine schwierige Situation, weil ich fühle mich da verantwortlich. Ich möchte natürlich auf keinen Fall, dass da irgendjemand was Böses passiert. Und deswegen bin ich auch froh, dass das letztendlich dann nicht gewalttätig abgelaufen ist tatsächlich, sondern wirklich
nur dieses Vertreiben war von ihm. Und wie er sich jetzt stilisiert oder darstellt, ist natürlich ihm überlassen. Also ich finde, da sollte sich auch jeder ein eigenes Bild von machen. Tatsache ist, dass er unerwünscht war von einigen, von anderen nicht. Ja, das ist so. Und diese einigen, bei denen er unerwünscht war, die waren halt lauter. So, und dann ist er auch gegangen irgendwann, weil es gab keine Möglichkeit mehr der Kommunikation. Ja? Und wenn er jetzt nicht gegangen wäre, dann hätten die jetzt, glaube ich, auch nicht den Knüppel rausgeholt und ihn da vertrieben. Dann hätte er sich halt weiter, glaube ich, anbrüllen lassen. Aber irgendwann, es gab halt keine Gesprächsbasis mehr und dann geht man. Sarrazin muss weg aus Kreuzberg! Sarrazin muss weg aus Kreuzberg! Sarrazin selbst fühlt sich aus einem zentralen Berliner Stadtteil herausgemobbt. Wie ein geprügelter Hund sei er davongeschlichen, verriet er später den Medien. Noch vor Ort befragt, sieht er die Lage weniger dramatisch. Sarrazin muss weg aus Kreuzberg! Sarrazin muss weg aus Kreuzberg! Es gab sehr viel Neugier und gab auch die ein oder andere Unmutsäußerung. Aber die muss man aushalten, da muss man das diskutieren. Sarrazin in Kreuzberg. Für viele Migranten eine Provokation. Wieder einmal hat es der 66-Jährige geschafft, in die Schlagzeilen zu kommen. Auf Kosten der Migranten, Herr Altun? Natürlich, das erfahre ich. Also das Sommerloch, das politische Sommerloch wurde mit Sarrazin geschlossen und die Schlagzeilen haben wir wieder. Und in dem Sinne sind wir wieder mal im Blickpunkt der Medien und der Öffentlichkeit. Aber wie immer natürlich negativ. Und das ist auch etwas, was immer die Medien anzieht. Ich glaube, dass wir hier in diesem Punkt sehr schlecht behandelt worden sind und sehr schlecht behandelt werden. Und man müsste endlich mal eine objektive Betrachtungsweise diese Sachen angehen. Und auch die Berichterstattung müssten objektiver sein. Und es ist unnötig, von Unhöflichkeit oder von Höflichkeit zu reden. Es bringt nichts, in einer politischen Sackgasse zueinander finden zu wollen. Sarrazin wurde hier aus Kreuzberg nicht verjagt. Aber man hat den Unmut über sein Buch gezeigt und die war auch berechtigt in dem Sinne. Und da müssen wir das mal wirklich mal aus der realen Situation sehen. Die Menschen, die angegriffen worden sind, dass sie ihr Unmut zeigen. Er bezeichnet den überwiegenden Teil der Migranten als Gemüsehändler und geht zum Maybachhofer, zum Markt. Das bedeutet, er will seine Thesen fundieren. Und was lernen wir jetzt aus dieser ganzen Sache? Weil das, was hier passiert ist, war ja kein Musterbeispiel für Integration und Dialogbereitschaft. Für eine Dialogbereitschaft muss man eines erstmal bedenken oder beziehungsweise muss man erstmal eines im Kopf haben. Man muss selbst dazu bereit sein, Dialoge zu führen. Wenn man Thesen aufstellt und immer noch an diesen festhält und die Leute und dann noch erwartet, dass diese Leute ihre Thesen bejahen, dann kann ich nicht erwarten, dass wir dann Dialog führen. Also für mich als persönliches Beispiel, für mich sind alle Türe für Herrn Sarrazin offen, aber nur unter einer Bedingung. Wenn er die Bereitschaft zeigt, auch über seine Thesen nachzudenken, die verletzend sind, die auch nicht die Wahrheit entsprechend sind. Denn er ist ein Schreibtischmensch. Er hat nicht in der Gesellschaft gelebt oder er hat das Leben auf der Straße und das allgemeine Arbeitsleben nicht so real erlebt. Und aus dem Grunde bin ich der Meinung, wir werden uns dann nur mit Herrn Sarrazin an einen Tisch setzen, wenn er wirklich die Bereitschaft zeigt, sich auch über seine Thesen selbst Gedanken zu machen. Herr Altun, vielen Dank für das Gespräch.